Willkommen hier bei Teleshop. Ich zeige Ihnen einmal, wie Sie das gut organisieren können. Man kann hier einfach Spiegeleier bestellen oder Brot mit Nutella. Mein Mann bringt mich um. Guten Morgen, wir sind jetzt bei unserem neuen Haus. Heute werden wir hier schlafen und es warten schon Pakete auf mich. Ich zeige euch gleich natürlich, was ich alles bestellt habe. Hier könnt ihr schon sehen, ich habe so ein Regal bestellt, aber für die Waschmaschine. Oh nein, die haben mir ein falsches geschickt. Muss ich wieder zurückschicken. Naja, okay, ich zeige euch später, was da drin ist. Hello und willkommen zu meinem Noon Haul. Ich zeige euch jetzt, was ich bestellt habe, denn ich weiß es selber nicht mehr. Ohne Witz, ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen bestimmt so 40, 50 Sachen bestellt. Ja. Ich bin gespannt. Oh ja, genau. Ich habe erstmal ein Besteckset bestellt in Gold, weil ich wollte doch kein Silber haben. Und zwar sieht das so aus. Das sind so ganz dünne Bestecksets. Dann habe ich, was ist das? Ach so, ja genau, Dosen bestellt. Also wenn ich koche, dass ich dann das Essen wegpacken kann. Ich glaube, das sind kleine und große. Oder zwei kleine, eine große. Dann habe ich mir so einen Duschkopf bestellt. Keine Ahnung, warum. Also ich glaube, der filtert das Wasser, oder? Und der macht diesen Duschstrahl stärker. Also ich bin gespannt. Habe ich in Deutschland nämlich auch immer in der Werbung gesehen. So, weiter geht's. Da-dam, 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 da-dam. Dann habe ich zwei Teppiche bestellt für die Kinderbäder. Kinderbäder. So, natürlich in rosa. Und dann habe ich... Mama! Entschuldigung. Ah, okay. Ein Badteppich für unser Bad gekauft. In Beach natürlich. Okay, das war's auch schon. Ja, ich fütter jetzt die Kleine. Ich bestelle jetzt erstmal einen Einkauf. Wir brauchen nämlich Brot, Käse, Wurst. Dann frühstücken wir und dann legen wir los, dass wir hier alles einräumen. Ich warte die ganze Zeit auf den Einkauf, dass wir frühstücken können. Die Kleine schläft jetzt schon längst. Mann, bis das Frühstück da ist, ist die Kleine auch wieder wach. Da kann ich wieder nicht weitermachen. Ich bin so doof. Ich habe erst bei einem Laden bestellt, der weiter weg ist. Der braucht eine Stunde. Dann habe ich bei dem Laden bestellt, der nur 15 Minuten braucht, damit wir schon schneller frühstücken können. Und ich habe einfach nicht bestellt. Also ich habe alles gemacht, aber ich habe nicht auf den letzten Knopf gedrückt. Mann, jetzt hoffe ich, dass die bald ankommen. Tschüss, Mama, sie wird auch was gedacht. Ja. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Einmal Möhrchen, 1 Kilo, hat nur 50 Cent gekostet. Dann Gurken. Die waren auch bei 80 Cent pro Kilo. Kartoffel, die waren auch irgendwie bei 50 oder 70 Cent. Paprika, glaube bei 2 Euro das Kilo. Dann Walnüsse, also ich kann euch jetzt nicht die ganzen Preise sagen, weil ich nicht weiß. Seife habe ich gekauft, dann wollte ich Spaghetti machen. Kaffee, dann ganz viele Cashewnüsse. Dann habe ich Hähnchenhackfleisch gekauft, damit mache ich dann, Spaghetti. Dann habe ich Öl gekauft, um die Pfanne einzubrennen. Also wir benutzen eigentlich nur Kokosöl oder Butter. Aber auf dem Video habe ich gesehen, dass man das mit sowas einbrennen soll. Keine Ahnung, ob es stimmt. Dann habe ich Butter gekauft, Käse und Fischstäbchen. Ach so, genau. Und nochmal Butter. Das war's. Boah, Leute, ich habe so gar keine Motivation. Ich komme voll nicht in die Pötte. Ich glaube, ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Ich bin echt irgendwie voll kaputt und müde. Ey, was machst du da? Ich mache jetzt erstmal eine kleine Kaffeepause und ich gönne mir dazu einen Riegel. Heute nehme ich den hier. Das ist wirklich der allerleckerste, den ich jemals gegessen habe. Das ist mit Erdnüssen und das ist überzogen mit Schokolade. Der ist auch mit Erdnüssen und Karamell, glaube ich, aber ohne Schokolade. Die sind alle wirklich richtig, richtig lecker, aber das ist mein absoluter Favorit. Hello. Mama,
So, das ist jetzt der Zwischenstand. Es ist eigentlich alles sauber. Mein Mann bringt gerade die restlichen Sachen rein. Was für restliche Sachen? Er fährt jetzt ein paar Mal, um alle Sachen hierher zu bringen. Da ist das Bettchen, das Boot. Sein Roller hat er gebracht. Oh, Hayley weint. Ja. Ich wollte euch zeigen, was in dem Paket ist. Dann wollen wir mal, Leute, es ist für euch auch so aufregend wie für mich, Pakete zu öffnen. Ich lieb's ja. Hä? Okay. Einmal habe ich Kissenbezüge bestellt aus Satin, oder wie man das ausspricht. Es ist nämlich gut für die Haare, aber auf dem Bild sah das nicht so braun aus. Es sah eher gold aus. Naja, nicht so schlimm. Es ist sehr wichtig für meine Haare. Können wir gleich mitwaschen. Und was haben wir hier drin? Wahrscheinlich ein Regal. Ich habe nämlich ein Mini-Regal bestellt. Ah, das sind die Boxen für die Kühlschränke. Für den Kühlschrank, meine ich. Damit es den Kühlschrank einfach geordneter ist. Echt cool. Ich hatte sie mir nicht so groß vorgestellt. Das sind dann hier 4 Stück. Ich weiß jetzt nicht, was sie gekostet haben, aber es war absolut nicht teuer. Ich glaube, alle zusammen 10 Euro. Oha, das sind voll viele. Krass, was habe ich denn da bestellt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 13, 14, 15, 16. 16 Boxen? Hä? Ich habe nie im Leben so viele bestellt, aber gut. Es ist kein Hartplastik, sondern so Gummiplastik. Also von der Qualität her ist das super. Ich bin echt begeistert, weil in Deutschland habe ich auch so Organizer-Boxen gekauft und die waren viel teurer. Ich glaube, einer hat 3 Euro gekostet und die waren sehr schlecht von der Qualität. Habe ich damals bei Postenbörse, glaube ich, gekauft. Jawohl! Ja, cool. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele bestellt, aber nicht so schlimm. Da kann man ja alles reintun. Mehr als kennst du diese Fernsehsendung, diese Werbung immer? Nur wo die verkaufen, Teleshop. So fühle ich mich gerade. Kaufen Sie die Boxen, die beste kriegen Sie nur bei uns. Sind meine Tabakschuhe eingelaufen? Also? Die sind mir zu klein. Keine Ahnung, von der Sonne vielleicht. Heftig! Das nennt sich Blatt Original 1000 Blatt. Und wenn Sie heute bestellen, dann kriegen Sie noch 3 verschiedene dazu. Willkommen hier bei Teleshop. Ich zeige Ihnen einmal, wie Sie das gut organisieren können. Ich sage Ihnen, wenn Sie heute bestellen, kriegen Sie noch 3 zu Ihrer Bestellung dazu. Und außerdem gibt es noch ein iPhone 15. Sehen Sie, wir schieben das rein und dann können wir super Kühlschrank organisieren. Ich zeige Ihnen. Tada! Sie lächelt so süß immer. Okay, wollen wir mal bestellen. Ich habe so absolut gar keinen Hunger gerade, überhaupt nicht. Sowas. Man kann hier einfach Spiegeleier bestellen oder Brot mit Nutella. Brot mit Nutella kostet 1,50 Euro. Dann Rührei. Nein, wieso soll ich das bestellen? Das ist so cool. Kannst hier einfach Frühstückseier nach Hause bestellen. Und dann gibt es hier noch Obstsalat, habe ich gerade bestellt für die Kleine, für die Mittlere. Spaghetti habe ich auch bestellt. Dann haben wir das hier bestellt mit meinem Mann zusammen. So. Da gibt es ja auch noch Burger und Nagel. Aber nur, weil sie keine Hunger hat, sonst hätte ich das alleine gegessen. Oh mein Gott, die können doch mal kacken. Es ist auf jeden Fall echt richtig cool hier. Es gibt hier sogar so, ja, keine Ahnung, wie das heißt. Dann gibt es hier so Snickers, Snickers, Shakes und so weiter. Ne? Hier gibt es sogar chinesische Nudeln und so. Also richtig lecker. Und das schmeckt dann mit meinem Chinesen. Ja. Das ist echt mega cool. Leute, Kyla ist mega am Quengeln, ihr ist total langweilig und ich habe ihr jetzt einfach ein Planschbecken bestellt und es ist in 15 Minuten hier. Wie verrückt ist das bitte? Man kann wirklich alles bestellen. Es gibt nichts, was du nicht bestellen kannst. Das ist verrückt. Hammer. Ich liebe Dubai einfach. Für die Frage, warum alle nach Dubai auswandern, weil Dubai einfach toll ist. Ich habe wirklich nichts an Dubai, also bis jetzt noch nichts daran zu meckern.
Die sind super kinderfreundlich, die Menschen sind nett, es ist super sauber hier. Es ist so viel für Kinder, also die ganze Stadt ist wie für Kinder gemacht. Überall sind Spielplätze, alles ist komplett durchdacht für Eltern. Es ist, überall sind Wickelplätze, keine Ahnung, ich bin einfach super glücklich hier. Die Sonne scheint immer, naja, und ihr seid auch richtig glücklich hier. Achso, sie ist langweilig. Deswegen kriegst du gleich ein Planschbecken. Nein, das ist nicht Papa. Das ist nicht Papa. Komm, doch Papa. Hallo. Hallo? Ja, das ist gut. Thank you, too. Bye. Thank you. Thank you, too. Thank you, too. Thank you, too. Mein Mann bringt mich um. Das Planschbecken hat 6 Euro gekostet und die Lieferung war umsonst. Finde ich, geht voll klar. Und der Sofa ist angekommen. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich habe nur die Farbe ausgesucht. Oh mein Gott. Okay, das sieht echt cool aus. Ja, die Farbe ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh Mama mia. Wir haben die. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wie die da durchkommen. Wir sind gerade nämlich am Essen. Geil, J-Laudi, J-Laudi. Okay, das Sofa sieht richtig gut aus. Genau so habe ich mir vorgestellt. Das ist sogar noch besser als dort. Mama, so habe ich doch keinen Platz im Bus, um zu sitzen. Hä, wieso hast du keinen Platz? Man sitzt ja auf dem Sofa. Man sitzt ja auf dem Sofa. Aber du hast gesagt, wir dürfen nicht. Heute noch nicht. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Tisch passt auch perfekt. Oh, perfekt, ey. Dieser Mann in Blau, der ist so cool drauf. Richtig lieber Mann. Enjoy. Nice, but my God, it's boss. Ah. Okay, ich bin. Wow. Live your life within the moment.